War irgendwer, jetzt gerade eben noch nicht im Raum und hat volle Halle nicht gesehen? Okay. Nee, dann kann ich die ersten Teile, glaube ich, nämlich ein bisschen kürzer machen. Das ist ja auch schön. Wir treten vom WBGU, das U da hinten steht für Umweltveränderungen, ja seit 1992 dafür ein, zu gucken, wie sich denn die globalen Umweltveränderungen so ein bisschen verstehen lassen und prognostizieren lassen und was sich daraus eben für Ableitungen für gesellschaftliche Gestaltung mit sich ableiten. Ah. So, geht's jetzt? Das hat eben immer so an- und ausgemacht. Okay. Was sich da für Ableitungen für gesellschaftliche Gestaltung daraus ergeben. Und ich finde es immer zwischendurch sehr interessant, wenn wir überlegen, dass jetzt gerade die komplette Existenz in Frage gestellt wird in einem bestimmten Wohlfahrtsmodell und Wohlstandsmodell, warum das so schrecklich ist, macht es ja immer wieder Sinn, mal ab und zu einen Schritt zurückzutreten und zu gucken, wo sind wir denn eigentlich, jetzt historisch betrachtet, und wie viele unterschiedliche Arten und Weisen des Miteinanderlebens haben wir eigentlich schon ausprobiert und warum sollte heute mit dieser Art zu leben und zu überkonsumieren denn eigentlich die menschliche Evolution beendet sein? Genauso mit der Idee, dass ein Homo economicus das Ende der menschlichen, jetzt individuellen menschlichen Evolution gewesen ist. Und da macht es immer wieder Spaß zu gucken, das ist ein ganz tolles Projekt, Big History Project, wo es einfach darum geht, mal zu gucken, wie haben sich denn diese ganzen Erdsystemveränderungen eigentlich abgezeichnet und wo sind wir eigentlich als Menschheit, wie wir uns heute verstehen und so selbstverständlich als die Normalität begreifen, wann sind wir eigentlich auf den Plan getreten? Und da sind wir ganz weit rechts drüben. Also nicht drüber schimpfen, dass man hier überhaupt nichts sehen kann, muss man nicht. Es geht einfach nur darum, diese Perspektive mal zu öffnen, weil die letzten 1000 bis 5000 Jahre ist ja eigentlich erst das entstanden, was wir heute als total gegeben hinnehmen. Und das Spannende dann ist auch zu überlegen, warum machen wir denn so einen Stress mit diesem Klimawandel? Warum ist es so wichtig, sich zu überlegen, warum das so etwas Erhaltenswertes gewesen ist? Also diese Klimastabilität. Und das ist für mich in dieser Grafik so wahnsinnig gut zusammengefasst, weil wir diese letzten 10.000 Jahre eben als das Holozän bezeichnen, was eine bestimmte epochale Abteilung oder ein Abschnitt gewesen ist in der Erdgeschichte, wo sich diese sehr erratischen Ausschläge von Klimaveränderungen, die Temperaturschwankungen, stabilisiert haben. Und deshalb geht es uns in der ganzen Idee, wir wollen die Gesellschaft transformieren, indem sie die Dinge anders produziert und konsumiert als bisher, eigentlich um die Erhaltung von diesen wirklich sehr positiven Lebensumständen für uns Menschen. Deshalb diese lebensbejahende Haltung im Grunde genommen und nicht eine wohlstandsfeindliche, sondern wie können wir es denn anders organisieren, dass alle genug haben und wir diesen Zustand aber nicht aufgeben, weil der ist echt artgerecht. Alles andere wird ein bisschen schwierig. Und dann eben die Frage, wie sind wir denn eigentlich dahin gekommen, dass wir jetzt heute drohen durch das sogenannte Anthropozän, was jetzt eingeläutet wurde, weil verschiedene führende Forscher, Paul Crutzen war so ein bisschen der Namensgeber dahinter, gesagt haben, wir verlassen dieses Holozän, weil wir Menschen so eine wahnsinnige Aktivität entwickelt haben. Vorhin kam das schon mal, dass wir 1,7 Milliarden Menschen waren mit dem Auto, als das losging und jetzt sind wir eben zwischen 7 und 8 Milliarden. Und diese Kurve ist im Grunde genommen ja, quasi die Symbolik des 20. Jahrhunderts. Ne? Alles ist in dieser Kurve nach oben gegangen. Und das sind dann eben Aussterben der Arten ist eines, die gelbe, aber auch, da sind sie, die Autos, also die motorisierten Fortbewegungsmittel, die schwarze Kurve. Dann haben wir die Überausbeutung der Fischbestände, die Wassernutzung. Und dieses Überausbeuten ist ja eigentlich erst etwas, was so einen richtigen Trieb und einen Schub bekommen hat nach 1950. Das war natürlich erstmal auch eine positive Geschichte. Es war eine positive Idee. Wir hatten Weltkriege zum ersten Mal. Das war ja auch vorher gar nicht denkbar, bevor wir nicht motorisiert um die ganzen Planeten fliegen konnten. Und dann gab es aber eine Vorstellung davon, wenn alle immer mehr haben können, dann können wir uns auch alle immer besser vertragen. Das heißt, per se war das ja überhaupt gar keine negative Vision. Und das fand ich sehr schön, wie das eben auch rauskam. Es ging einfach darum, dass zu dem Zeitpunkt das eine fantastische Idee war. Und jetzt haben sich die Rahmenbedingungen aber so verändert, dass wir darüber legen sollten oder nachdenken sollten, was sind denn jetzt die guten Ideen für die Zukunft? Und das ist eben dieses Plädoyer, wenn wir sagen, es geht eigentlich um eine neue Realität. Das hat in der Brundtland-Report, ist 1987 entschieden, das ist so ein bisschen das Flaggschiff der Nachhaltigkeitsagenda. Und in dem ist es so schön formuliert und so schön beschrieben, dass das waren ja ganz irre Zeiten. Also 1962 kam so das erste Buch von Rachel Carson, Der stumme Frühling. Dann kam 1972 das Buch von dem Club of Rome, Die Grenzen des Wachstums.
Und da wurde dann zum ersten Mal mit Computern basiert in die Zukunft geschaut. Und das ist ja auch dieser verrückte Beitrag der Wissenschaft, weil wir das ja phänomenologisch überhaupt nicht packen können. Diese Verbindung zwischen unseren kleinen Schritten, die sich in sich ja gar nicht schädlich anfühlen, die dann in der Summe eben diese wahnsinnigen Konsequenzen haben. Und das, wie es dann weitergegangen ist, damit umzugehen, der Flug ins All, ne? 1968. Zum ersten Mal war das Bild von dieser Kugel, auf der wir alle leben, Raumschiff Erde, geprägt. Vorher war das nie wahrnehmbar, dass das Ding A, endlich ist und B, das ist in dem Report eben so schön beschrieben, ein Netz aus blaugrünem Leben und ein eher fragiles Netz. Und da ist der Anspruch gewesen, und das ist da so schön formuliert, dass diese Entdeckung, ähnlich wie die kopernikanische Wende, wo wir gemerkt haben, oh blöd, eigentlich dreht sich die Sonne gar nicht um uns, sondern wir drehen uns um die Sonne, nochmal so ein, ja, ein Upset of the human self-image ist die Formulierung. Also dass uns das auch einmal wachschütteln sollte in unserem Selbstverständnis, wer wir eigentlich sind und wie wir existieren und wie wir deshalb vernünftig nach vorne gehen. Und das ist genau die spannende Frage mit dem vernünftig nach vorne gehen, weil es gibt so zwei Lesarten von diesem Anthropozän. Ne? Also einige sagen, ja super geil, wir machen jetzt Natur, wir machen Planet. Machen wir, managen wir, gucken wir, kriegen wir hin, Technologie waren wir schon immer gut, wenn irgendwas ausgegangen ist, haben wir uns halt was Neues überlegt, das kriegen wir auch dieses Mal wieder hin. Ne, nach den ganzen Pferden, Karren, die Städte verstopft haben, viel zu viel Apple, alles hat gestunken, hygienisch, eklig, machen wir Auto. Läuft. Und das machen wir jetzt einfach immer wieder. Und da ist natürlich die Frage, wie schaffen wir das, wenn wir tatsächlich im Moment ja an dem Punkt sind, wo wir die Erdgrenzen erreicht haben. Wir haben nicht mehr so viel da, den wir substituieren könnten. Und das ist diese neue Realität, die wir eigentlich aus dem All schon gesehen haben und die wir mit jetzt eben tatsächlich einmal mit dem Management-Ansatz umgehen könnten, aber der andere wäre eben zu sagen, wir gehen wirklich rein und versuchen zu verstehen, wie funktionieren denn diese fragilen Lebensnetze? Wie können wir die erhalten? Wie können wir uns und unsere Ideen von Fortschritt und unsere Art, Technologien zu nutzen, und das ist ja das Spannende eigentlich an der Digitalisierung, weil sie uns eine ganz andere Form anbietet, Prozesse zu gestalten, dezentral, vernetzt, potenziell nicht so ressourcenintensiv, wenn wir es schaffen, auf erneuerbare Energien umzuschalten, rechtzeitig. Das heißt, wie können wir diese Potenziale einer komplett neuen Technologie nutzen, um dieser neuen Realität einen Anstrich zu geben, indem wir Menschen tatsächlich uns fragen, was ist unsere Rolle, mit dieser Verantwortung umzugehen, dass wir Planet machen und das mit ein bisschen Demut zu machen. Und in dem Camp sind, glaube ich, alle, die sich mit natürlichen Systemen und ihrer Komplexität und ihrer Fragilität beschäftigen. Diese Idee, wir machen jetzt Geoengineering auf einer riesen Skala und malen die Wolken an oder verbuddeln das alles im großen Stil wieder unter dem Planeten. All die, die sich mit genau dieser Fragilität und den Rückkopplungsschleifen beschäftigen, sagen, funktioniert eigentlich gut so. In allen Großversuchen, wo wir sowas mal in großen Treibhäusern und sowas versucht haben nachzubauen, hat nicht so funktioniert. Lass das mal erhalten. Und aus dieser Erhaltungslogik wäre es eben dann total spannend zu sagen, was macht das denn mit diesem digitalen Zeitalter? Wo kommt das eigentlich her? Und am Max-Planck-Institut gibt es zum ersten Mal jetzt ein Riesenforschungsprojekt, das uns zeigt, dass diese Beschleunigung ab 1950 in der Art, wie wir Erde nutzen, überhaupt nicht möglich gewesen wäre, ohne die parallel ja schon seitdem laufende Digitalisierung. Und die Art und Weise, wie wir dadurch sehr viel automatisieren können, maschinisieren können, aber auch Informationen in einer Geschwindigkeit teilen können, die vorher nicht denkbar war. Und deshalb ist die große Herausforderung und auch das große Potenzial, und so ist der WBGU eben angetreten, zu sagen, was machen wir denn eigentlich? Also was geht im Digital-Anthropozän? Und das ist die Kreativität, die mir immer so ein bisschen fehlt, diese Debatten, die wir eben verfolgt haben. Da ist ja dann auf einmal, eigentlich sind wir die innovativsten der Welt und überlegen uns ganz abgefahrene neue technologische Lösungen. Aber in dem Moment, wo es heißt, naja, fliegen geht nicht mehr, Autofahren ist ein bisschen blöd, das mit dem Schnitzel ist auch so ein bisschen mittel, da ist auf einmal dieses dieser Innovationsgeist aus und es ist alles nur noch Verzicht und ich bin total im Rückspiegel und denke nur so, aber das war jetzt so, das muss so bleiben. Das heißt, wie können wir dann die neuen Potenziale, die da sind, einer neuen Idee über das gute Leben verbinden, um da rauszukommen? Das war so ein bisschen die Fragestellung. Wir wurden am Anfang so etwas schräg angeguckt. Vor 3 Jahren haben wir begonnen mit dem Report. Was macht ihr denn? Ihr seid die Ökos. Was wollt ihr da jetzt mit der Digitalisierung? Und ihr wollt doch bestimmt nur sagen, dass es alles schlecht ist. Ihr seid doch die Fortschrittsfeinde. Also, ne, jetzt mal überzogen formuliert, aber kriegt man dann ja gerne auch mal zu hören. Und wir haben gesagt, ne, wir gucken uns das jetzt einfach mal an verschiedenen Schauplätzen und gucken auch an, wie das eigentlich so antizipiert wird, weil das Spannende ist ja auch immer zu gucken, wie Menschen sich Geschichten erzählen über das Mögliche und Nichtmögliche, hat dann ja ganz viel damit zu tun, wo zum Beispiel, das kam ja eben schon raus,
große Finanzströme hingehen. Glaube ich an etwas, dass das funktioniert in der Zukunft, dann kommt da viel Energie rein und im Zweifel auch viel Geld rein. Und die Chance, dass das dann Zukunft ausmacht, ist deutlich höher. Wenn ich da nicht dran glaube, kann sich eben auch so ein Finanzfluss mal umkehren, die Energie umkehren, die Innovationstriebe umkehren und dann ist das nicht so groß in der Chance, Teil der Zukunft zu sein. Und deshalb ist es so spannend gewesen zu gucken, dass in dem Feld, ähnlich wie beim Klimawandel, schaffen wir das überhaupt noch? Schaffen wir nicht mehr? Genauso eine gleiche Spanne von totaler Utopie und Dystopie in der Digitalisierung zu finden ist. Die einen finden es großartig, damit wird jetzt alles gelöst und wir haben überhaupt kein Problem mehr, es wird alles effizient und wir können das streamen und das ist alles erneuerbar, wir haben keine Ressourcenprobleme mehr. Und außerdem werden wir total intelligent und super schlau, wir sind jetzt enhanced und wir müssen nicht mehr selber auf uns aufpassen, sondern irgendwie die Smartphones sagen uns, wie der Cholesterinwert ist und wann wir rennen müssen und wann der Kaffee kocht. So, also alles ist super überzogen. Auf der anderen Seite hast du die, die sagen, alles Mist. Das geht total in den Bach runter. Wir haben radikale Ressourcenverbräuche, die Energiekonsum steigt nochmal massiv an. Außerdem haben wir den Totalitarismus vor der Tür und wir haben keine Chance mehr, uns überhaupt dagegen zu wehren. Und in dieser Gemengelage ist es ja aufregend zu gucken, wie kann man das eigentlich ein bisschen verstehen und ein paar Schneisen reinschlagen. Und das finde ich das Interessante und ich fand das toll, wie Constanze das vorhin auch schon angetriggert hat, zu überlegen, was ist denn eigentlich das menschliche Momentum, wenn wir sagen beides, die Art, wie wir mit der Klimaveränderung und den anderen Umweltherausforderungen umgehen und die Art, wie wir mit der Digitalisierung, wie sie aktuell abläuft, umgehen. Hat ganz viel damit zu tun, wie wir uns das verständlich machen, was da läuft, hat ganz viel damit zu tun, dass wir verstehen, welche Akteure dahinter sind. Also Digitalisierung wird ja häufig so ein bisschen so beschrieben, als wäre das so ein Ding, das kommt also entweder aus dem Himmel oder halt aus China oder aus den USA. Und wir müssen uns dem anpassen. Und da haben wir eben gesagt, naja, es wäre ganz gut mal zu verstehen, wenn man so Technologiegeschichte macht, ist ein Kapitel da drin auch, mit welchen Interessen kommt das daher, warum hat das Militär bei vielen Sachen am Anfang mitfinanziert, welche großen Finanzströme hängen da heute dahinter und mit welcher Intentionalität wird Technologie eben auch nach vorne getragen. Und das war so ein ganzes Kapitel, was unheimlich spannend war und wir haben dann so einzelne Schauplätze gemacht, wo wir gesagt haben, ja, wir sind ja mal so ein bisschen großkopfert und schreiben so große Trends, aber wir müssen auch mal ganz konkret reingucken, wird das gerade eher als ein Potenzial genutzt oder ist das gerade eher etwas, was nicht nachhaltige Trends verstärkt? Und das hat uns dazu geführt, zu versuchen, das in so drei Phasen aufzuteilen, worum es momentan eigentlich gehen müsste oder könnte, wenn man versucht, wirklich zu überlegen, wie wir Digitalisierung in den Dienst der Nachhaltigkeit stellen. Und wir haben schon ganz klar natürlich aus der Umweltseite gedacht, gesagt, es braucht jetzt wirklich eine massive Nutzung von dem, was digital ermöglicht werden kann, für das Einhalten der planetaren Leitplanken, heißt das bei uns. Die Energiewende für Erneuerbare kann nicht funktionieren ohne Digitalisierung. Ist so. Die Smart Grids, das ganze Kalibrieren von unterschiedlich stark wehendem Wind oder scheinender Sonne, Smart Meter, damit wir den Verbrauch mal runterfahren können, all solche Sachen, gute Idee. Mobilität komplett neu denken, indem ich nicht mehr alle ein Standzeug besitzen muss, die die meiste Zeit nur die Stadt voll machen. Wir haben einen Parkplatz geschaffen mit ein paar Häusern dazwischen inzwischen. Wie können wir das wieder so machen, dass eigentlich der Fluss von ein paar Vehikeln möglichst intensiv genutzt wird? Solche Sachen, das sind natürlich auch die naheliegendsten. Und dann aber gleichzeitig zu überlegen, in welche Richtung kann es eben auch gehen, wenn man sich die gesellschaftliche Seite anschaut. Und wir arbeiten da sehr stark mit der Agenda 2030, sind die globalen Nachhaltigkeitsziele, weil wir so den Eindruck hatten, da war noch eine positive Vision. 2015 sind die verabschiedet worden von den Vereinten Nationen. Ja, mit USA, mit Russland, mit China, alle waren dabei. Und das merkt man deutlich, wenn man auf der Ebene der Vereinten Nationen unterwegs ist, dass das so ein Festhalten an dieser gemeinsamen Vision ist, selbst wenn seitdem ziemlich viel ins Rutschen gerät und ins Bröckeln gerät. Zu sagen, wir haben da einen Korridor formuliert, dem sich alle Menschen eigentlich oder alle Staaten verschrieben haben, zu versuchen, wie können wir nachhaltige Entwicklung eigentlich bewerkstelligen und was heißt das? Ich komme da gleich nochmal auf die einzelnen Ziele zu sprechen. Und aus der Perspektive haben wir eben angeschaut, wie kann man vor allem in den nächsten 10 Jahren wirklich schaffen, diese ökologische Wende zu beschleunigen. Und da gibt es natürlich riesige Herausforderungen. Das war jetzt gerade die Pressemitteilung von Greenpeace, von dieser Woche, wie wahnsinnig die Energieversorgung oder die Energienutzung eben allein von Serverparks hochgeht. Am Dienstag war ich bei Google, bei denen sieht das ganz genauso aus. Die sind zwar dabei, das alles erneuerbar zu machen, aber gleichzeitig hat sich in 5 Jahren auch der Energieverbrauch verdoppelt.
von dem, was sie brauchen, einfach für ihre Serverparks. Das heißt, da kommen dann so spannende Fragen auf. Und das fand ich toll, als wir bei der Europäischen Kommission mal waren, kam das aus DG Connect tatsächlich, das sind ja diejenigen, die Digitalisierung angucken, gar nicht von DG Environment. Ich habe die Idee, wir haben so irgendwie total viele underperforming algorithms and useless data. Ne, alles erstmal sammeln, alles erstmal aufbewahren, alles erstmal irgendwie algorithmisieren und irgendwann kommt bestimmt irgendeine Sinnhaftigkeit, meistens Geld, in der Hintergedanken dabei raus. Das heißt, wie können wir Daten so nutzen und so qualitativ absichern, dass sie uns tatsächlich helfen, diesen Umbau von Gesellschaft voranzutreiben? Und wie können wir die Datenerhebung und Nutzung tatsächlich natürlich so gestalten, dass sie nicht die Privatsphäre aller Menschen unterminiert? Gleichzeitig, das ist die andere Sache, die uns noch ein bisschen fehlt in der Debatte, weil sehr stark auf den Klimaschutz geschielt wird. Also Digitalisierung erden, ne? Diese Endgeräte sind ja nicht immateriell. Und das sind jetzt nur mal so ein bisschen die seltenen Erden, die drin vorkommen. Und der ökologische Rucksack, hochgerechnet, ist so bei 8 Kilo an Material, was eigentlich für ein Smartphone benötigt wird. Das heißt, dieses schnelle mal eben ein neues Modell und das ist schon wieder nicht mehr schnell genug und da läuft jetzt die Software aber nicht mehr drauf, hat natürlich einen wahnsinnigen Durchsatz, der überhaupt nichts mit Energie zu tun hat, sondern der einfach mit dem zu tun hat, was wir der Erde entnehmen müssen, um diese Endgeräte zu bauen. Elektroschrott ist eines der größten ungelösten Probleme, wenn man den GEO6-Report anschaut. Bei 70% von dem Elektroschrott wissen wir nicht mal genau, wo der hingeht. Aber gleichzeitig haben wir natürlich ein Riesenpotenzial, durch Digitalisierung, durch digitale Marker, das viel besser zu tracken, durch jetzt mal Designprinzipien oder Standards, die wir vorgeben in den Endgeräten, sowas wie Ökodesign-Richtlinien einzuführen, um zu sagen, wie können wir denn diese Materialien, die eng sind, auch im Kreis führen. Das heißt, auch da wahnsinnige Treiber von Nicht-Nachhaltigkeit, wahnsinnige Potenziale, uns eigentlich zu helfen, tatsächlich Richtung Kreislaufwirtschaft zu kommen. Bei der zweiten Dynamik geht es eher darum, dass wir den Eindruck haben, es verschiebt sich ja ganz viel. Globale Wertschöpfungsketten, Zukunft der Arbeit, was ist die Arbeit der Zukunft, welche Versicherungs- oder Sozialversicherungssysteme kann es geben, wie viel oder wie hoch wird das Ausmaß, dass bisherige Erwerbsarbeit eben substituiert wird von Robotik und anderen. Diese ganzen Fragen, unheimlich wichtig, inklusive, gab es ja heute viele Beiträge dazu, was machen wir eigentlich mit dem Schutz unserer Demokratien, mit dem Schutz der Privatsphäre, mit dem Schutz vor abgehört werden, vor kontrolliert werden. Wir haben das im WBGU-Report den Schutz der Eigenart genannt und dem Schutz der Würde der Menschen, eben tatsächlich in die Mitte gesetzt von der normativen Agenda, um die es hier geht. Insgesamt sind wir da aber nicht so weit eingestiegen und vertrauen fantastisch auf Partner wie euch, die diese Sachen natürlich noch viel, viel, viel besser durchschauen. Das heißt, wir haben uns dann in die Richtung orientiert, was braucht es eigentlich an öffentlich-rechtlicher IKT, dass wir nicht so stark alles werbebasiert und alle Algorithmen drauf aus sind, mich irgendwie in diese Weltverschwörer-Theorien zu schieben oder zu denen, die einfach wahnsinnig viel Follower und wahnsinnig viel Aufmerksamkeit generieren, weil sie die steilsten Thesen in die Welt stellen. Ob die jetzt mit der wissenschaftlichen Wahrheit zu tun haben oder nicht, ist dann irgendwo sekundär. Das heißt, wie kriegen wir eigentlich einen Verständigungsraum darüber, der wieder etwas werbebefreiter, so einem öffentlich-rechtlichen, verständnisgenerierenden Mediensystem entspricht? Als eine der Ideen darüber auch, wie wir Daten nutzen können. Welche Daten jetzt eigentlich gerade bei den Autokonzernen oder diese tollen Elektroroller und all diese Dinge, wo man denkt, wie können die eigentlich rentabel sein? Ja, eigentlich ja nur, weil jemand mit den Daten schöne Sachen macht. Das heißt, diese ganzen Geschäftsmodelle, die aufgesetzt sind auf, ich verwende die Daten von denen, die meine Dinge fast umsonst benutzt haben. Aber implizit ja deshalb alle Konsumtreiber sind, die uns weiter eben in die nicht nachhaltige Richtung schubst. Und die Verbindung zwischen den beiden Sachen ist ja interessant. Also weiter die Konsumsteigerung und gleichzeitig aber das Absaugen von Daten, um dafür zu sorgen, dass die Werbebotschaften, die bei uns sehr personalisiert ankommen und uns sehr emotional und fast ja die Seelenzustände ausspionierend erreichen, damit wir bloß nicht auf die Idee kommen, wir könnten irgendwann mal genug haben. Also ein schönes Zusammenspiel eigentlich zwischen dem, was wir Digitalisierung und Nachhaltigkeit als Herausforderung haben. Und der letzte Punkt, dann natürlich wirklich zu überlegen, wie wollen wir denn mit diesen wahnsinnigen Zukunftsfantasien umgehen? Also da geht es ja wirklich von, wir schaffen uns eigentlich ab. Wenn man sich so Sci-Fi anguckt, ist das ja nicht so wahnsinnig positiv als Zukunftsvision. Da gibt es ja immer so ein paar, die da oben in irgendeinem Orbit oder in irgendeiner Enklave oder in den Bunkern es geschafft haben. Die kognitive Elite heißt es dann in dem
Sovereign Individual Manifesto von der Ultra-Right in den USA, muss irgendwo dann sich verstecken und warten, bis das Ganze runtergeknallt ist und dann wie Phönix aus der Asche die Welt eben neu organisieren. Was kann denn eigentlich das positive Zukunftsbild sein? Und was brauchen wir jetzt dafür? Genau dieses, was eben stark gemacht wurde. Das Wir, wo ist das Wir? Und wie können wir Menschen viel stärker dafür in die Lage versetzen, wir wollen Gestalter und Gestalterin dieser Zukunft sein. Und da sehen wir auch viele Verbindungen. Momentan die Bildung für nachhaltige Entwicklung ist eine lange bestehende Forderung, die es unheimlich schwer hat, hier in den Schulsystemen wirklich systematisch verankert zu werden. Hat aber viel sowas wie Transformabilitätskompetenz, wirklich kritisches Denken. Wie kann ich selber auf mich aufpassen in Veränderungsprozessen? Welche Selbststeuerung brauche ich? Und dann zu gucken, was wird an Digitalkompetenzen eigentlich gerade gefordert? Gibt es wieder viele Übereinstimmungen in diesem Paradigma von komplexe Systeme, mit Unsicherheit umgehen, sehr flexibel auf Veränderungen reagieren können und vor allem auch das kritische Hinterfragen, die Resilienz zu entwickeln in uns, mit all diesen Veränderungen konstruktiv umzugehen. Deshalb da die Bitte, nicht einfach nur 5 Milliarden in die Ausstattung mit Whiteboards und mit Laptops und sowas in unsere Schulen zu bringen, sondern zu sagen, wir machen jetzt eine richtige bildungsinnovative Initiative mit einem richtigen Bildungspakt, mit richtig Geld dahinter, die sagt, das sind die Zukunftskompetenzen, die wir brauchen in unserer Bevölkerung, um diese gemeinsame digitale Zukunft im nachhaltigen Sinn gestalten zu können. Immer auf der Suche nach den Symbiosen für das Positive. Und jetzt will ich einfach ein Stück weit nochmal überlegen, wie man das weitertreiben kann. Das sind jetzt ein paar steile Thesen vielleicht auch. Interessiert mich auch, das mit euch weiter zu diskutieren, weil wir das Gefühl haben, bei der Digitalisierung fehlt im Grunde genommen die Frage, was und wem sie denn eigentlich dienen würde. Also jetzt mal paraphrasiert, wenn es eine neue, fantastisch machtvolle Technologie gibt, um X zu erreichen, sollte man X eben auch definieren. Und wenn man sich den Diskurs anguckt, ist X irgendwie immer so ein bisschen volatil. Und wenn überhaupt, geht es um Arbeitsplätze und um Produktivität und um Wettbewerbsfähigkeit. Und das sind ja alles qualitativ ziemlich befreite Begriffe, wenn man da ernsthaft drüber nachdenkt. Also eigentlich ist es eine Wirtschaftsagenda, wie wir sie momentan hier wahrnehmen, wie sie verfolgt wird. Und Ziel des Wirtschaftens, das ist die Analogie zu unserer Anthropozänkurve im 20. Jahrhundert, das ist tatsächlich eine Google-Image-Suche. Ne? Ich habe da nichts dran rummanipuliert. Das sind immer die Top 3. Hat man überall genau das drin. Also wie stark diese Ikonografie der Vorstellung dessen, worum es eigentlich geht, ist, wie das bei uns verankert ist. Was aber dann auch die Anreize sind für Startups, ne? 3 Jahre, 5 Jahre Exit. Ja, alle in die Richtung auch gedacht. Das heißt, wie können wir uns gegen so einen Diskurs mal kritisch aufstellen und sagen, echt? Daten als wertvollste Ressource. Solange wir aber biologische Wesen sind, ist die wertvolle Ressource doch immer noch unser Planet. Die Luft, die wir atmen, das Wasser, das wir trinken, die Böden, die unsere Nahrung immer wieder jedes Jahr neu für uns zur Verfügung stellen sollen. Und deshalb eben Fortschritt heute, weg von dem und hin, da sind sie nochmal, die Sustainable Development Goals, jetzt dreht hier die Maschine ein bisschen schnell. Und da fand ich es eben total interessant, heute im Nachmittag zu sehen, wie stark wir uns eigentlich ähneln in dem, wo wir sagen, wo im Moment wichtige Stellschrauben sind. Das sind nämlich diese Ziele 16, 17, die werden gar nicht so stark in Fokus genommen, die anderen sind inhaltlich, aber das sind die Ziele, wie können wir da hinkommen? Welche Rahmenbedingungen helfen uns dabei? Was ist eben die Aufgabe auch der Politik? Was ist die Aufgabe, Schutzräume zu erhalten? Was ist die Aufgabe guter Institutionen, die unsere eigene Partizipation und Mitgestaltung an diesen Ergebnissen erlaubt? Und damit auch ganz stark eben dieses Menschenbild nach vorne zu tragen. Nicht die Leute wollen das nicht mit dem kein Schnitzel, die Leute wollen das nicht mit kein Auto, ach die Leute wollen, es ist denen egal mit ihren Daten. Was ist das eigentlich für ein Menschenbild, was wir hier rumtragen? Dass die einzige Lösung darin liegt, dass wir jetzt alle durchgenatscht werden und in irgendeine bestimmte Richtung organisiert werden, wie wir uns verhalten sollen. Scoring in China wurde angesprochen, aber hier haben wir das ja auch schon zunehmend. Was wird mir nahegelegt, was ich noch frei entscheiden kann? Wo ist die Letztentscheidungsfähigkeit? Und was ist das Potenzial, was in uns ist? Ich fand das total irre, im New Yorker war jetzt neulich der erste Begriff aus dem Silicon Valley. Human Degeneration als das äquivalente Bild zu Climate Change. Also das Ausmaß von dem, wie ein extraktives Bild der Technologisierung aus den Systemen, in denen sie reingeht,
etwas rausholen, was meist finanzieller Return ist, eigentlich dazu geführt hat, dass das System, auf das ich aufsetze, in seiner Beschaffenheit und seiner Gesundheit abnimmt. Und das fand ich ein Statement. Also schaffen wir das wirklich, das umzudrehen und zu sagen, was ist denn eigentlich das Menschenbild, wo Technologie der Potenzialentfaltung dient, die wir in uns haben? Ich fand es super toll draußen, die Ausstellung von dem We Need to Talk AI. Jetzt sollen die für uns Übersetzungen machen, jetzt sollen Deep Machine Learning noch dieses und jenes und alles hören, aber so richtig ans Gehirn kommt es auch nicht ran. Aber wir Menschen sind doch schon da. Warum bauen wir denn lauter Maschinen, die dann Energiekonsumenten werden, anstatt zu sagen, wir nutzen die Menschen, die schon da sind, wenn diese Maschinen immer noch dem hinterherhinken, was wir schon alle können? Und diese Fragen zu stellen, was ist denn eigentlich das, was wir zusätzlich erreichen wollen und nicht das, was uns substituiert, das ist doch das total Spannende, wie wir dann eben das neue Leitbild des 21. Jahrhunderts hinkriegen, das ist die Regeneration. Regeneration des eigenen biologischen Systems und die Regeneration, das ist jetzt eine Vision der Kreislaufwirtschaft, wie sie von Alan MacArthur stark vertrieben wird und von der Stiftung nach vorne getragen wird, wirklich zu gucken, anstatt dieses extraktive, lineare, wie kriegen wir das Regenerative in diese blau-grünen, fragilen Netzwerke des Lebens, eingebaute Form des Umgangs mit unserem Planeten hin und mit uns, uns gegenseitig hin. Also was sind die Mensch-Mensch-Mensch-Natur-Verhältnisse, die wir im 21. Jahrhundert leben und erleben wollen? Und ganz abschließend, weil wir gesagt haben, es braucht so ein bisschen Programmatik. Einfach eine Zusammenfassung, wo wir gesagt haben, so, wir müssen jetzt auf Europa setzen. Manchmal schwerer daran zu glauben, manchmal besser. Aber wenn man sich überlegt, wer eigentlich die großen anderen Player sind, die gerade im Kontext der Digitalisierung und jetzt auch im Rückzug aus allen multilateralen Umwelt- oder Nachhaltigkeitsabkommen dominieren, dann ist es eben die Frage, kriegt Europa das hin? Ja, sein Fortschrittsmodell mehr Richtung Nachhaltigkeit auszurichten und in dem Moment eben auch zu sagen, das ist für uns Innovation. Immerhin gibt es jetzt Timmermans als Vizekommissar, der die grüne Mission trägt. Und dann eben eine Rückkopplung zwischen den ökologischen, natürlichen Prozessen durch so eine biodigitale Kreislaufwirtschaft. Wohlfahrtssicherung, wie schaffen wir das, dass alle Menschen Zugang zu sozial sicherer Versorgung haben, Gesundheit, Bildung und ein Einkommen in ausreichender Höhe. Und natürlich wirklich auch immer wieder diesen Diskurs zu hinterfragen. Was ist X? Und wer profitiert gerade davon, dass X nicht ausgesprochen wird? Und was auch total interessant ist, wir haben ja ganz viele gute Regeln. Ne? Es geht immer darum, müssen wir neu machen. Und Roda Verheyen hat es ja eigentlich gemacht, die Deutsche Umwelthilfe hat es gemacht. Wir haben viele tolle Regeln eigentlich schon da. Es geht nur darum, sie umzusetzen. Und deshalb die Einladung, wir launchen am 25. September eine Charta für die UN-Ebene, zu sagen, wir wollen einen Gipfel haben, wo es darum geht, wirklich Digitalisierung und Nachhaltigkeit zusammenzudenken und dafür die Prinzipien und die normative Rahmung zu setzen. Wir möchten das gerne als einen Prozess machen, wo alle darauf kommentieren können und da können Sie alle dann drin teilnehmen. 25.09. wird das in New York platziert mit einer kleinen Koalition von Wissensorganisationen und wir hoffen auf viel Unterstützung, um einfach diesen Diskurs, was ist X? Und wie kommen wir dahin, sodass wir alle mitgestalten können, nach vorne zu bringen? Vielen Dank.